Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen weiteren Squad-Builder für euch am Start. Das heutige Team kostet schon so circa 50.000 Münzen, das haben sich aber auch ganz, ganz viele gewünscht, dass ich da auch ein Team baue, welches jetzt nicht nur so 10.000 Münzen kostet, denn 50.000 Münzen erreichst du eigentlich ziemlich schnell durch ein bisschen Trading und durch die ganzen Coins-Boosts. Und ja, Freunde, ich habe heute auch meine eigenen Down- und Upgrades mit eingebaut, das heißt, ich habe die Ratings auch so ein bisschen predicted, wie ich denke, dass die vielleicht in FIFA 18 dann sein können. Und ja, Freunde, hier in der 4-3-3-Formation haben wir das Ganze am Start und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal direkt mit dem Torhüter und den Verteidigern. So, Freunde, im Tor haben wir Oliver Baumann mit einer 81, das heißt, dem habe ich ein Upgrade um plus 1 gegeben, ist auf jeden Fall, denke ich, ein ganz solider Keeper. Linksverteidiger ist dann Dalbert in unserem heutigen Squad mit einem sehr, sehr hohen Tempowert und der ist einfach fucking overpowered. Dem habe ich auch ein plus 1 Upgrade gegeben, da der einfach gewechselt ist in die Calcio A für 20 Millionen, deswegen dachte ich mir, eine 77 ist auf jeden Fall zu wenig. Vielleicht geht der auch auf eine 79 oder so, das weiß man natürlich nicht genau. So, wir gehen rein zum Innenverteidiger und das ist Höwe, der ist und der hat eine 83 bekommen von mir. Ich dachte mir einfach, EA macht das halt schon im Endeffekt immer so, dass sie Spieler downgraden, wenn sie älter werden. Das ist auch bei Dani Alves so. Der hat jetzt dieses Jahr auch nur noch eine 84 und ja, Höwedes dann eben mit 63 Tempo, leider nur noch so circa. Ist natürlich nicht der schnellste, aber ist, denke ich, in der Defensive ganz stark. Deswegen kann man den auf jeden Fall aufstellen. Rechter Innenverteidiger ist dann der gute Vogt und der ist ziemlich schnell eigentlich. Hatte eine Non-Rare-Karte in FIFA 17 mit 72 Tempo. Jetzt habe ich ihm 74 Tempo gegeben und ein Upgrade um plus 1. Verteidigen und Physis passt bei ihm eigentlich auch ganz gut. Also wie gesagt, ihn habe ich ein bisschen geupgradet. Der hat auch eine gute Saison gespielt, hat auch einen Inform bekommen und von dem her ist das, denke ich, gerechtfertigt. Und Rechtsverteidiger ist dann noch Danilo. Da bin ich auch hochgegangen auf plus 1. Der könnte aber vielleicht auch auf 80 bleiben. Ja, ein bisschen einfach die Werte habe ich auch noch ein bisschen aufgebessert. Aber der hat an sich halt einfach sehr, sehr solide Werte und den kannst du auf der Rechtsverteidigerposition auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon rein zu den drei Mittelfeldspielern. Im linken ZM haben wir den guten Allan oder Allen und ja, dem habe ich einfach kein Up und kein Downgrade gegeben. Er hat eine solide Saison gespielt, hat aber auch keinen Inform oder so bekommen und deswegen bin ich einfach mal geblieben. Auf eine 81 ist ein ganz solider Spieler und der linkt natürlich dann auch ganz gut mit Dalbert. So, in der Mitte haben wir dann Santi Cazorla, dem habe ich ein Downgrade um minus 3 gegeben. Der hat fast gar nicht gespielt und sein Marktwert ist extrem gesunken in diesem Jahr. Deswegen habe ich mir gedacht, EA wird ihn sicher downgraden. Ein 84er Rating könnte er auch bekommen, aber 85 oder 86 hat er zu 100% nicht, denn sonst wäre er ja schon bei den Ratings dabei gewesen. Also, Santi Cazorla gebe ich eine 83, hat aber an sich trotzdem noch solide Werte und den kann man auf jeden Fall noch zocken und der wird dann auch nicht allzu teuer sein. Das ist natürlich auch ganz angenehm und der rechte ZM ist dann ein absolutes Biest, auch wenn ich ihm ein Downgrade um minus 2 gegeben habe. Hat natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so viel gespielt, wird immer älter und deswegen halt ein Downgrade um minus 2, aber an sich trotzdem noch ganz starke Werte und der linkt natürlich auch, wie gesagt, gut mit Danilo, was natürlich auch ganz wichtig für die Chemistry ist. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall unser Mittelfeld und wir gehen jetzt auch schon rein in den Angriff. So, ich hatte unabsichtlich die ganze Zeit die normale 4-3-3 eingestellt. Wir spielen aber natürlich in der 4-3-3 die dritte, da das sonst von den Links her gar nicht funktionieren würde. Und ja, im linken Flügel haben wir den Philippe Andersen mit 92 Tempo, 77 Shooting. Dem habe ich auch ein plus 1 Upgrade gegeben. Der hatte in FIFA 17 eine LW und eine RW-Karte. Das heißt, den gab es als linken und als rechten Flügelspieler. Ich hoffe, dass er in FIFA 18 eine linke Flügelspielerkarte bekommt. Ansonsten müsst ihr euch da einfach Douglas Costa oder Insigne oder so hinstellen, dann dürfte das auch ganz gut passen. So, wir gehen rein in den Sturm und da haben wir Welbeck mit 86 Tempo, 76 Shooting. Bei dem bin ich einfach auf einer 80 geblieben. Ist ein ganz starker Stürmer für den Beginn und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit ihm. Und der rechte Flügelspieler ist dann ein transferierter Spieler wieder mal und zwar ist das Oxlade-Chamberlain. Bei dem bin ich geblieben auf einer 79. Der könnte aber auch gut und gerne hochgehen auf eine 80. Das ist schwierig einzuschätzen bei ihm. Hat in dieser Saison noch kein einziges Tor gemacht, an sich aber eigentlich ganz viel gespielt, von dem her, ja, man muss schauen, ob der ein Up oder ein Downgrade bekommt, aber wie gesagt, ich glaube eher ein kleines Upgrade vielleicht sogar, ich bin jetzt aber trotzdem mal auf einer 79 geblieben.
So, also dieses Team, wie es jetzt hier steht, wird so circa 50.000 Münzen kosten. Es ist echt schwer einzuschätzen, wie viel die einzelnen Spieler kosten werden. Das kannst du einfach nicht perfekt einschätzen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, dieses Team noch ein bisschen umzubauen. Und das werde ich euch einfach jetzt mal zeigen. Dann wird das Ganze aber auch ein bisschen teurer, aber natürlich auch ein bisschen stärker. So könnte man das Team dann auch aufstellen. Da hätten wir im Tor Bernd Leno, bei dem die 85 schon bestätigt wurde. Dann Tah rechts daneben, die geben sich dann eben den Hyperlink, sodass beide auf volle Chemistry kommen. Dem habe ich auch nochmal ein +1 Upgrade gegeben, das hat er sich, denke ich, verdient. Linker Verteidiger wäre Ghulam, der hat auch ein +1 Upgrade bekommen. Rechter Verteidiger wäre Aurier, bei dem bin ich einfach mal geblieben. Aber der ist auch in die Premier League gegangen und der würde natürlich über den Elfenbeinküsten-Link gut linken eben zu Touré. Das wäre natürlich ganz optimal. Dann noch im linken ZM könnte man Parolo spielen, der einfach solide Werte hat. Bei dem bin ich auch einfach mal geblieben auf eine 81. Im Sturm kann man Morata spielen, dem habe ich eine 84 gegeben. Hat dann sicher auch solide Werte. Der hat den Physical, glaube ich, irgendwie nur 73 oder so gehabt in FIFA 17. Bei dem bin ich auf jeden Fall hochgegangen auf eine 78 bei Physical. Denn ich denke mir, das ist ein richtig robuster Stürmer. Warum sollte der keinen hohen Physis-Wert bekommen? Und rechter Flügel könnte dann zum Beispiel noch Salah sein, der auch eigentlich noch ein bisschen stärker ist natürlich dann als Chamberlain. Da könnte man aber auch zum Beispiel noch Mané hinstellen oder eigentlich jeden anderen BPL-rechten Flügelspieler. Und ja, Freunde, das ist an sich auch schon das vervollständigte Team. Falls ihr mehr Squad-Bilder sehen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Das ist gar nicht so wenig Arbeit, wie ihr, glaube ich, denkt. Denn die ganzen Werte hier sich auch zu überlegen, das Ganze einzufügen, umzuändern, die Bilder da reinzupacken und so, das ist echt richtig aufwendig. Und falls euch das gefällt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.